Ich hab von der Ecke mit dem Dings. So ein Kicher. Wir müssen ein bisschen hier rumstreuen. Aber warum meine Sau? Ey, verteil mal ein bisschen Pommes. Ey, wir sagen, wir wollten die Ratte füttern. Ich hab jetzt ein paar Sachen rumgestreut. Wir wollten die Ratte füttern. Sie hat ein bisschen angebissen. The door's open. The door's open. The door's open. Was heißt gerade auf Englisch? Red. The Red. Just a moment, please. Just a moment. I come back. Okay. Digga, hier ist voll Glas. Ey, Digga. Ich schwör auf alles, nee, glaub nicht. Ey, Digga, boah, das ist zu Dings. Eigentlich frech so, aber gut, das ist lustig. Was denkst du, ich bei was? Ich kann nicht ernst bleiben. Ich auch nicht, Bruder. Aber wer kann mich ernst nehmen mit Perücke? Und eine männliche Stimme. Ey, wir dürfen echt nicht lachen, ne? Sie, wir bleiben richtig ernst. Ich tue so, als würde mich das mitnehmen, weil, Bruder, wenn ich rede. Auf den weinst du aber noch. Das ist so viel. Deine Perücke, Digga. Ey, beste Idee. Ey, kannst du es nicht mal aussetzen? Versteck dich hinterm Vorhang. Die Leute sagen, du kriegst die auf mit deinem Haar. Was? Auf den. Ich war die ganze Zeit bei dem Typen so. Nicht so auffällig. Und ey, Bruder. Ich glaub, der Typ hatte ein bisschen Angst. Ey, ich würde jetzt so reingekommen, ne? Wie, man sieht nichts. Man sieht doch was, oder nicht? Ey. Dennis. Ich hoffe, alles ist so ins Zimmer reingekommen, so. Ey, dieses Schleichen oder so. Ey, sieht man mich gerade? Ach, Decke weg. Digga, was ist denn... Ja, man sieht euch. Ey, soll ich Perücke ausziehen? Ja, zieh Perücke aus. Weil ich kann nicht mehr mit der Perücke. Ey, nimm die mal. Auf den lasse ich die Ratte. Ey, das Ding ist, Bruder, wir müssen irgendwas machen. Ich werfe mal. Ja. Ja, No, I talked to the room service. I said that here is a rat. We have seen a rat. Below the bed. Under the bed. Yeah, and it's running. Oh! It's running here. Okay. Yeah, der Manager hat jetzt gerade. Das war der Manager, ne? Ehrlich? Ich schwöre. Nein, wir werden aus dem Hotel rausgeschmissen. Digga, wir müssen irgendwas davor machen, weil nicht, dass er das sieht. Was? Was soll er sehen? Das ist live. Ja, Bruder, geh mal nicht zur Tür. Warte mal vor der Tür. Warum? Warte, Bruder, ich geh nicht, warte vor der Tür. Oder warte du, Bruder, ich lach. Das passiert, wenn man 6 Uhr morgens hat und einem langweilig ist. Bei uns ist gerade 6 Uhr morgens. Hey Dennis. Der Manager hat gesagt, dass er jetzt hochkommt. Hä? Was?
Oh mein Gott, ich glaube, er kommt. Ey. Ich gehe schnell auf Toilette. Bruder, er ist doch jetzt gleich hier. Bruder, ich trinke auf Toilette. Die Ratte ist, wir müssen sagen, dass sie noch hier ist. Ich habe jetzt irgendwas, also ich habe jetzt eine Packung in die Hand genommen. Ich muss irgendwie irgendwo gegenwerfen, damit es so klingt, als würde da was laufen. Weil sonst können wir das irgendwie nicht schmackhaft reden. Wo seid ihr? Wir sind im Hotel in Bangkok, in Thailand. Ey, Nico. Nico. Nico! Nico! Digga. Deswegen ist bei solchen Sachen muss ich mal derbe lachen. Deswegen ist für die Leute, die jetzt sagen, ey, nervt ihr doch nicht und so. Ich sag euch, wie es ist. Wir haben 6 Uhr morgens. Seen a rat. What? Like we have seen a rat here. Rat? Rat. You know rat? Like animal. Wait. Show a image. We know rat. It's a little bit scared at night. Night talking. Rat. No. You excuse me, can you? We are on live and we are chilling here and then. Can you turn it off, please? Okay. First. Okay. Yeah, come on. Well, it's like a little bit scared. Would you like to change the room? No, changing is not. Because actually. We. Never have the rat. I didn't see a rat in the hotel. That I yeah. Because actually we never have the rat in the. We are in the 18 etage. How a rat can hear? So this one, I think you can move your room, right? Move to the new room. It's okay. You can pack your belongings and then we will change the room for you. Because which room? Can I try the new room first? I will try the new room. I will find the new room. Then when you pack your belongings ready, we will. You just call me. Okay. Again, I will. Okay. Send the staff to move. Can I call you in 5 minutes? We put it a little bit, and then I. 5 minutes. Are you finished? 5 minutes? Only five minutes. Yeah, that is okay. When you finish, just call. Okay, I will find a new room because if you still confirm that there is a rat in the room, in this room, maybe it take time to find the rat, right? Yeah. So maybe you can change to the new room. That is easy. But just inform you. Normally we never have. I know. Yeah. Okay. I like this hotel. I'm yes. A little bit shocked. I never had it. Mm-hmm. Sorry about that. Okay, you just pack your belongings. Okay, we are packing. Okay. Okay. Just call me again. Thanks. Okay. Yeah, thanks.
Yes. Banana? Yeah, yes. Ich denke, wir sind so eine Pikos, ne? Ey, Bruder, ich hab ja gefragt, ne? Wegen Raum. Bruder, wenn das ein besseres... Wenn das ein besseres Zimmer ist, Bruder, warum nicht? Also ich war voll mit Pool. Auf den Upgrade-Wegen gehabt, Mann. Digga. Ich war voll ganz oben. Bruder, das wäre schon krank. Schreiben die Leute? Ey, Digga. Ich schaue alles, ne? Präsenz wird jetzt auf Frustzug. Was? Frustzug? For free. Das nächste Kamera wurde gesehen, aber ich habe gesagt mäßig, dass wir gechillt haben und live gegangen sind. Auf einmal ist das passiert. Zimmer? Ja, oder? Aber die Frage ist, was für ein Zimmer? Ich hoffe, es ist besser. Und ich hoffe auch so mit Arbeitszimmer und so. Und ich hoffe auch die Sicht. Boah, geh mal runter und frag. Sag mal zu denen, ich glaube, die Ratte ist raus. Und frag mal, und ich frag erstmal, was für ein Zimmer. Und wenn er sagt, ja, ein schlecht, also ein anderes Zimmer, dann sagst du ja, was für ein Zimmer und so. Wenn er sagt, keine Ahnung, ganz oben, Digga, die heftigste Suite, dann sag ja. Wenn er sagt nein, dann sagt die Ratte ist raus. Auf Trick 17. Schau mal, wir kriegen. Oh, was ist das denn jetzt für. Ich schwöre, bei dem Manager dachte ich mir auch am Anfang, Digga, er nimmt das richtig ernst gerade. Und dreht durch. Die haben mit Taschenlampen unter das Bett geguckt, ne? Wenn ihr wüsstet. Auf richtig viel. Willst du fragen? Wir gehen aber anders hin. Wenn uns das nicht gefällt, sagen wir. Digga. Bruder, er sagt. Aber welches Zimmer? Lass die Frage. Wenn das Zimmer nicht geil ist, sagen wir, Digga. Wir hatten eine Ratte, ich will was Höheres auch. Entschädigung, weißt du? Ja, nochmal. Dann. Ja? Frag mal, ob die. Dann frag mal wenigstens, ob deren Zimmer schon ready ist. Ob die wissen, ob wir ein Zimmer bekommen, was für eins. Ich schwöre. Ja, aber Bruder, dann wird der Frage gesagt, ich bin fertig mit Packen. Ja, sag ich ja, mein Freund ist gerade fertig geworden. Er ist gleich fertig. Denkst du, sind die unten oder was? Ja. Bruder, ich will auch runterkommen, aber Akku ist halt eklig, Digga. Wie viel Prozent hast du? 10 dauert ja nicht lange unten. Komm schnell mit für Livestream, ehrlich. Hä? Komm schnell mit für Livestream. Dauert ja nicht lange. Bruder, die sehen aber die Cam, ne? Bruder, du hältst so fertig. Auf den ich geh auch so mit Handy dann. Auf den dann fährt sich auch. Wie viel Akku? So, sollen wir jetzt runtergehen? Dann schreibt einfach eine 1 in den Chat. Schau mal, wir machen Witze und so und hier ist echt eine Ratte, Digga. Dann hätten wir richtig unser Karma bekommen. Ich schwör. Okay, 1, 1, 1. Warte mal, ich muss die Helligkeit runterstellen. So. Hast du Karte? Ja. Du bist ja noch auf Dings, dass du ein bisschen traumatisiert bist. Ich hab dieses Verwirrter, dieses. Ey, Bruder, ich rede nicht, ne? Aber du weißt. Okay. Kann sein, dass ich nicht wirklich die filmen kann, sondern nur mich filmen kann. Oder vielleicht auch nur Schwarz-Dings ist, aber wenigstens könnt ihr dann hören. Wir haben ja richtig Langeweile. 18. Stockwerk hier. Ja. Ich bin gerade in Thailand
Atheas Lumpini Hotel. Da niemand sehen, hier sind wir Ratten. Quatsch, geiles Hotel, ehrlich. Jetzt auch Spaß beiseite, ne? Ich muss echt sagen, Props an das Hotel. Das Hotel ist unnormal geil. Wirklich. Hallo? Hallo. Hallo. Gut, voll die Stimme, der Tiefstimme. Was soll ich fragen? Sag mal, was ist der aktuelle Stand? What is the actual stand? Was? Handy in Hosentasche, ich weiß nicht, ob man was hört. Warte mal ganz kurz, ich teste das kurz. Sorry for the problems. Did you see it first? Yeah. So, als würde auf den Sack mäßig sorry für den Umständen und so. Auf Dings, damit er sagt, alles gut. Mit. Besseres Zimmer bekommen oder ein schlechteres? Eine Etage über. Eine Etage über uns, aber ich weiß jetzt nicht. Du bleibst auf jeden Fall dran. Aber die zeigen uns erstmal das Zimmer. Mhm. Also wir sagen, wir sind schockiert und können Abend noch nicht zu Ende gucken. Eckig ist es, glaube ich.
Light? We have light? Hä? Ist das besser? Moin. Wir haben Sonnenaufgang und Mittag die Sonne hier. Safe, Digga? Ja, Bruder. Bruder, das ist voll unsicher. Aber es ist so wie bei uns aufgebaut. Die Stufe ist halt. Aber Bruder. Kann ich einmal entspannt duschen, Digga? Ohne dass. Dass man Angst haben muss, dass jemand guckt. Sagst du, Bruder? Nochmal, Bruder. Safe? Bruder, das ist viel heftiger. Freunde, was sagt ihr? Ist das besser? Oder sollen wir bei dem Alten bleiben? Weißt du, was das ist? Hier kann ich nichts nur kacken. Schreib mal bitte jetzt rein. Welches ist besser? Das oder das vorherige? Da muss ich noch Sachen machen. Ist okay? Ja, ist okay. Okay. Thanks. Thank you. Thank you. So, dann müssen wir jetzt unsere Sachen packen. Okay, alle sagen besser, besser. Das, das ist besser, das. Besser. Alte, das. Das, neun, besser. Dürfen wir ein anderes. Okay. Excuse me, if you want to share a room, please contact to Fondex. Okay. Yes. What means? What means? Like, we change in this, and we have to take our baggage, yeah? When you already move, yeah. Please contact to find the you. Ah, okay. Wir sollen uns mit Kunden melden, dass sie hier oben sind. Ah, okay. Yeah. Okay, you can do it. Okay. You call and lobby. Okay, okay. I can call there. Okay. Vorne, ne? Yeah, we can put our baggage now, and can we go first this? You better. We put our baggage. Okay. We put our baggage and then we come down. Yes. Okay. Sagst du, es ist frischer? Es ist viel frischer. Hallo? Hi. Hallo. Wir sind heute oben. Aber okay, jetzt wollen wir damit. Okay, das ist im Ofen. Guck mal, ich zeig euch jetzt ganz kurz das Zimmer. Siehst du den Unterschied jetzt halt? Guck mal, das ist das alte Zimmer, ne? Das sieht so aus. So. Aber Bruder, haben wir auch bei dem anderen so weite Fenster? Ja. Safe? Bruder, das andere ist viel, viel größer, Digga. Ja, größer, Bruder, aber sieht das fresher aus? Ja, Bruder, du hast. Guck mal, da ist der Schreibtisch. Du kannst von da Reaction drehen. Du hast im Hintergrund einen Sonnenaufgang. Das laber so. Jetzt geht die Sonne auf. Aber guck mal, Bruder, hier sieht auch schon stramm aus, ne? Normal, aber guck mal, wir haben den Blick jetzt nach da. Guck mal, wie geil das aussieht. Wir haben den Blick jetzt nach da. Mit Sonnenaufgang. Safe? Ja. Da haben wir nicht mehr die Bursche, ne?
Gott sei Dank. Welches Zimmer ist besser? Das hier, dann eins. Und das, was wir jetzt neu bekommen, dann zwei. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie an das gewöhnt, Digga. Ich habe das Gefühl gehabt, das war doppelt so groß. Und man kann in Ruhe kacken und duschen. Okay. Okay, ich glaube, öfter wurde zwei gesagt gerade. Digga, ich weiß nicht, warum ich mich irgendwie daran gewöhnt, Digga. Bruder, die Aussicht ist aber auch mies, Digga. Ich weiß nur eine Sache. Ja, Bruder, scheiß mal darauf, Digga. Ja, normal, aber... Ich will keine Angst haben, dass du auch immer mein... Aber Bruder, irgendwie sah es aber auch geil aus, Digga. Also wenn man guckt... Bruder, Walla, ich weiß nicht. Was für ein Argument sollen wir jetzt sagen, dass wir doch hier bleiben wollen? Okay, das Ding ist, das Zimmer sah aber auch echt zu aus, ne? Mit den Gardinen, wir müssen erstmal alles aufmachen, damit wir uns ein Ding nehmen können. Okay. Nimmt das neue. Vertraut mir zwei. Einmal kurz schön, zwei. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir packen erstmal unsere Sachen.